Uli? Ja. Okay, du bist noch da. Ich Ich bin noch dachte, da. es ist ja, es ist Es sind nicht der, alle weg. es, ja, aber es ist der Trend irgendwie. Alle verschwinden. Wir haben den, der Zänger ist uns verlustig gegangen, wie man so sagt, glaube ich. Robert Klaus ist auch weg. Ja, Was ganz ist plötzlich. die wichtigere Personalie aus unserer Sicht? Also aus unserer Sicht eindeutig Florian Zenger. Florian Der Zenger, hat taktisch einfach mehr drauf. könnte vielleicht, wenn wir dann zur Nachfolgediskussion von Robert Ja. Klaus kommen, Ja, jetzt eine hätte Rolle Klaus ja spielen. Zeit, vielleicht könnte er, also mal so ein Gedankenspiel, der hat ja jetzt nichts zu tun. Also Bei vielleicht wäre Kadepp? Klaus der logische Zänger-Nachfolger für Kadepp. Dann schneiden wir Das. das raus mit dem, was ich gerade gesagt habe, und fangen Ja, neu an. Ja. rausschneiden kann ich sehr gut. Ach, können wir, ja. Ja, sprechen kann ich eigentlich nicht sehr gut, weil ich habe Corona, habe gerade schon auf Twitter angekündigt, dass Kadepp diesmal ohne mich. Ja, jetzt bin ich doch wieder hier, weil sonst sitzt du wirklich allein Ja, irgendwie. mit mir selber reden, und das geht irgendwie immer schief. Ja, okay. Also Robert Klaus beim ersten FC Nürnberg freigestellt nach dem 0:3 in Karlsruhe. Wir nehmen auf am 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. 14:04 ist es. Ich bin tatsächlich einigermaßen angeschlagen und Dieter Hecking bedauert das. Also nicht meine Angeschlagenheit, sondern die Entscheidung, Robert Klaus zu entlassen. Du auch? Sag mal so, ich bin einigermaßen überrascht. Also Ja. ich habe heute früh auch mit dem Kollegen Frank Lars, der gestern in Karlsruhe war und sich dieses Spiel anschauen durfte im strömenden Regen, noch gesprochen. Und wir waren uns beide eigentlich heute früh einig, dass da nichts passieren wird, weil Dieter Hecking ja letzte Woche im Gespräch mit mir relativ deutlich zu verstehen gegeben hat, dass der Trainer nicht zur Debatte steht und ihm seine volle Rückendeckung versprochen hat. Und deswegen bin ich eher davon ausgegangen, dass er Kiel noch bekommt, das Spiel. Ja. Aber ich muss sagen, es ist wahrscheinlich schon die richtige Entscheidung. Also mir tut es menschlich persönlich tut es mir um Robert Klaus leid. War am Anfang ja ein bisschen schwierig mit ihm, muss sagen, hat sich in den letzten Monaten eigentlich ganz gut eingependelt. Also die Zusammenarbeit auch auf so einem professionellen Niveau. Also es tut mir leid, aber ich glaube schon, dass der Trend ist not our friend. Und das war halt auch nicht mehr zu Not übersehen. so Und ich wirklich. glaube, das war jetzt auch wirklich das Problem, was auch Hecking angesprochen hat. Man hatte wohl die Hoffnung, weil es ja dann doch schon oft, ich weiß noch, vor 3 Wochen oder so, haben wir hier noch die Debatte geführt, ist Klaus ein guter Krisenmanager, und er schafft dann doch immer wieder, wenn man glaubt, jetzt wird es eng, irgendwie diese Trendwende einzuleiten. Und das hat man wohl auch diesmal gehofft. Und ich nehme es Dieter Hecking sogar ab, dass er das vielleicht wirklich am Donnerstag auch noch gehofft hat. Aber das Spiel war dann eben so ernüchternd, dass man dann eben zu dem Entschluss gekommen ist, dass es alternativlos, heißt dieses Modewort, glaube ich, ne, sei jetzt dann doch zu reagieren. Ja, darüber können wir mal diskutieren. Ich bin ja noch nicht ganz überzeugt von der Alternativlosigkeit, aber erstmal stellt uns Thomas Korell unseren Sponsor vor und dann gibt's Kadepp bis zum Zusammenbruch meiner Stimme. Bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Null zu drei beim Karlsruher SC. Es war einigermaßen furchteinflößend, wie der erste FC Nürnberg Fußball gespielt hat, vor allem in der ersten Halbzeit. Hat Robert Klaus nach der Partie dann auch zugegeben, hat sich einen Gag gefallen lassen müssen von einem Journalisten aus Karlsruhe, der ihn gefragt hat, ob das wirklich seine Mannschaft war, die da auf dem Platz stand oder nicht. Doch dieser Fanbus, die Besatzung des Fanbusses, der sich vorab in den Wildpark mit Hilfe der Polizei verirrt hatte. Ja, da hat man schon merken können, es steht nicht mehr so ganz gut um Robert Klaus, wenn Journalisten beginnen, Witze zu machen. Und am Abend haben sich dann Dieter Hecking und Olaf Rebbe entschieden, Klaus muss weg. Ja. Der Trainer, mit dem sie vor nicht allzu langer Zeit den Vertrag verlängert haben beim ersten FC Nürnberg. Der Trainer, mit dem sie einen der Plätze 1 bis 6 in der zweiten Liga haben erreichen wollen.
Und der Trainer, der 2 Jahre eigentlich ganz okay Arbeit geleistet hat beim Club. Oder gilt das jetzt alles nicht mehr, Uli? Doch, das hat auch Dieter Hegging heute nochmal betont. Also wir hatten heute Mittag ja eine Medienrunde, keine Pressekonferenz, keine offizielle, sondern eine sogenannte Medienrunde, wo eine Handvoll Journalisten sich von Dieter Hegging nochmal erklären lassen durften, warum und wieso jetzt alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja. Und Hegging hat eben auch nochmal betont, dass auch die Vertragsverlängerung wurde angesprochen, dass er sagt, zu dem Zeitpunkt hatte sich Robert Klaus diese Vertragsverlängerung absolut verdient und irgendwann verlängert man halt mal mit dem Trainer, weil sie dann da auch schon wieder Gerüchte gab, er könnte vielleicht für höhere Aufgaben sich empfohlen haben, was ich damals schon ein bisschen bezweifelt habe, aber egal. Moment, warum hast du das denn damals schon bezweifelt? Ja, ich habe kein Geheimnis, dass ich die vergangene Saison jetzt nicht so glorreich gefunden habe wie viele andere. Also war mit einem sehr angenehmen Zwischenhoch, aber unterm Strich warst du halt auch nur Achter und hast dann die letzten Spiele weitgehend abgegeben. Also ja, also nichts, wo ich jetzt sage, das ist jetzt aber ein Trainer, der sich jetzt dermaßen ins Rampenlicht gecoacht hat, dass er jetzt sofort dem Ruf der ersten Liga folgen müsste. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Mhm. Aber also Hegging hat das nochmal betont, dass man möchte auch die Entscheidung war jetzt allein auf diese Saison bezogen. Man findet es auch nicht gut, wenn man die letzte Saison damit reinzieht in irgendwelche Statistiken. Also es gibt ja diverse Bilanzen. Von den letzten 15 Spielen, wenn man saisonübergreifend sieht, glaube ich, 12 Punkte geholt. Bist du noch da, Fadi? Ich bin noch da, ja. Ich höre dir. Ja, du warst jetzt gerade, sorry. Dachte ich, du bist weg. Nicht. Nee, ich tipp bloß wieder auf meinem Computer rum. Das okay, dann bist du noch sehr leise. Ja, ja. Ja. Okay, und er sagte eben nochmal explizit, dass er eben nicht möchte, dass man die Saisons da so in Verbindung bringt. Er sagt, die letzte Saison war absolut okay. Und es ist wirklich die Entwicklung in dieser Saison angefangen, hat allerdings auch zugegeben schon bei der Vorbereitung, die ihm auch nicht gefallen hat und wo man auch schon gesagt hat, da würde man sich mehr wünschen und auch der Trainer selber war nicht damit zufrieden. Und dann war es jetzt einfach so eine Entwicklung. Und er sagt auch nochmal, es war jetzt nicht diese Niederlage an sich in Karlsruhe. Er hat gesagt, er hat jetzt nicht vor, Trainer Klaus zu entlassen, weil man das Spiel verloren hat. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft da aufgetreten ist, dieses absolut leblose und auch planlose teilweise, das hat ihm dann halt dann auf der Heimfahrt von Karlsruhe wohl zum Umdenken bewogen. Hat sich dann mit ein paar Leuten ausgetauscht und die Meinung war wohl relativ einhellig, wenn ich das so richtig rein interpretiere. Mit uns hat er sich nicht ausgetauscht, aber das wäre ja auch einigermaßen absurd, wenn er uns um unsere Meinung fragen würde, weil die teilen wir ja ungefragt jede Woche hier mit. Jetzt ist man irgendwie wieder da, wo man herkommt. Also beinahe zumindest nach 2 Jahren und etwas mehr Dieter Hegging, Sportvorstand. Wieder im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga. Muss man über den dann auch sprechen in diesem Zusammenhang? Ja. Also ich sage ja. Ja, ich weiß. Ja, ich habe ihn auch gefragt heute, ob er es auch als persönliche Niederlage empfindet, weil es war sein Wunschtrainer und er hat ja wirklich auch dann lange an ihm festgehalten oder versucht festzuhalten. Und er hat es dann schon gesagt, ja, natürlich ist das auch für ihn irgendwie ein Rückschlag. Und er hat es aber nicht so gewirkt, als wenn er irgendwelche Konsequenzen draus ziehen wollte, beziehungsweise auch der Aufsichtsrat, also auch seine Vertragsverlängerung, die ja im Raum steht oder auf der Zielgeraden ist, wird davon nicht beeinflusst werden. Also er wird, wenn er nicht schon vielleicht sogar hat, aber er wird verlängern beim Club. Ja. Davon kann man ausgehen. Ja. Ist das eine gute Idee? Ich bin im Moment unsicher. Also wie gesagt, der erste FC Nürnberg ist ja wieder ungefähr da angekommen, wo er vor 2 Jahren, als Dieter Hegging und Robert Klaus gemeinsam begonnen haben, stand. Also Entwicklung, war das dann die 2 Jahre unter Robert Klaus, war das ein Ausreißer nach oben und jetzt ist das die, nannte das der Zenger immer, Rezension zur Mitte und der Club ist einfach ein abstiegskämpfender Verein der 2. Fußball-Bundesliga in Deutschland. Wenn man es mal so rückblickend betrachtet, das erste Jahr war ja so unter dem Aspekt der Stabilisierung nach diesem beinahe Super-GAU gegen Ingolstadt. Da war man eigentlich damit schon zufrieden. Die war jetzt auch nicht toll, die Folgesaison, also die erste Saison von Klaus. Das war ja keine gute Saison. Aber man hat es halt unter dem
genau. Gesichtspunkt, naja, man ist zumindest nicht so scheiße wie im Vorjahr und das war ja schon ein Fortschritt. Ja. Abgehakt. Hast du scheiße gesagt, da muss ich explizit Lyrics. Ja, Hecking hat auch scheiße gesagt. Hecking hat auch scheiße gesagt, ja, ja. Dann sage ich jetzt gesagt, das interessiert scheiße. Mich an Scheißdreck, was andere denken, glaube ich. Ah, okay. Ja, ja. Gut. Das habe ich vor kurzem auch mal gehört. Wo war denn das? Ah, ich musste ja den Kollegen Michael Fischer bei der Spielvereinigung Fürth vertreten. Ich und auch. Das, du auch, stimmt. Ja. Du musstest sogar eine Pressekonferenz. Ich habe sie mir immer noch nicht angehört, diese Pressekonferenz, als plötzlich Uli Bittmeier. Mir hat keiner gesagt, dass ich der Einzige bin, der zu so einer Pressekonferenz geht und man denkt sich ja so 3-4 Fragen aus vorher und denkt, naja, wenn dann, und dann die erste Frage, die ich hatte, hat er praktisch vorab beantwortet, dann hatte ich noch 3 Scheiße. Fragen und dann habe ich meine 3 Fragen gestellt und dann ja, gibt es noch andere Fragen und dann war da niemand und im Internet war auch niemand oder zumindest hatte niemand eine Frage und dann war die PK nach 4 Minuten beendet, schön. Weil mir dann so spontan jetzt auch nichts mehr eingefallen ist, weil ganz so so nah dran am Kleeblatt bin ich dann halt auch nicht, dass ich jetzt irgendwelche taktischen Feindiskussionen führen könnte. Und sonst so ist ja, doch noch immer eine Frage, die wir noch fragen können. Ich wurde dann danach noch gerügt, dass ich nicht gefragt habe nach einem Kerwerspiel, weil das ja das Kerwerspiel war. Aber das war mir ja wieder gar nicht so bewusst, dass das Kerwerspiel ist. Also, ja, das war das Kerwerspiel. Vorbereitung, ja. Ja, ja. Gut, also wenn man ganz schön abgeschweift. Jetzt sind wir ganz schön abgeschweift, das ist normalerweise gar nicht unser Ding. Aber ich wollte jetzt bloß sagen, dass Julian Green auch, mit dem habe ich mich in Fürth unterhalten. Und der hat mir gesagt, er liest alles, was Journalisten schreiben, aber es ist ihm scheißegal. Ja. Aber gut, wie sind wir da jetzt hingekommen? Nur durch dieses über Scheiße. Über Scheiße. Also was war Scheiße? Was war denn eigentlich Scheiße? Wir sagen viel zu oft Scheiße. Ja. Die Mannschaft war dann, fand ich, im ersten Klausjahr halt nicht mehr ganz so schlecht wie im Vorjahr. War jetzt eigentlich toll. Genau. Und im zweiten Jahr war ja dann schon, ja, die war ja auch holprig im Gesamtverlauf. Man hatte halt dann mal diese Phase, wo man wirklich dann oben mal rangeschnuppert hat, aber ich weiß ja, dass ich eher die Theorie vertrete, dass der Club nie ein ernsthafter Aufstiegsanwärter war. Ja. Weil wenn du eine ganze Saison nie auf Platz 1, 2, 3 stehst, sondern immer irgendwie 4-5 Punkte Abstand hast, und dann am Schluss halt trotzdem Achter wirst. Also da gibt's andere gescheiterte Mannschaften im letzten Jahr als den Club wie Darmstadt oder St. Pauli. Die konnten sich da schon eher als Aufstiegsanwärter bezeichnen. Aber das ist ja meine Meinung. Aber dass es trotzdem gelungen ist, phasenweise so zu tun, als wäre man ein Aufstiegsanwärter, lag das dann am Trainer oder der Mannschaft? Puh. Oder lag es am Trainer und der Mannschaft? Ja. Ich will das gar nicht schmälern, dass Robert Klaus da mit Sicherheit einen Anteil in der letzten Saison gehabt hat, dass das phasenweise sehr gut lief. Das auf jeden Fall. Ja. Warum es dann irgendwann nicht mehr lief, ich meine, da grübelt man ja auch jetzt drüber nach, warum es jetzt gerade nicht mehr läuft. Und wir haben jetzt auch versucht, so verschiedene Ansätze oder Erklärungen zu finden. Also ein Problem ist halt wirklich, was man in Karlsruhe gesehen hat, diese, ja, ich will nicht sagen, Arbeitsverweigerung ist immer so ein populistisches Wort. Das ist es mit Sicherheit nicht, aber man hatte schon das Gefühl, dass der eine oder andere da jetzt nicht so ganz großen Bock auf dieses Spiel gehabt hat oder vielleicht auch auf die Position, die er spielen musste. Und die Körpersprache von einigen war schon sehr bedenklich. Looking at you, quad vo dua. Nicht nur. Also nicht aber nur. Auch. Aber auch. Wer noch? Also die ganze auch Felix Lohkämper war von der Körpersprache her, was ich so verfolgt habe, Zweikampfführung schon sehr, sehr grenzwertig. Ja. Auch so Spieler wie Lino Tempelmann, der halt beim 3-0 nur noch hinterher trabt. Okay, kann man sagen, kurz vor Schluss 3-0 war schon wurscht, aber da gab es ja doch einige Szenen, wo man sich schon gefragt hat, was geht jetzt in den Köpfen vor? Also hat die Mannschaft gegen den Trainer gespielt? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür sind sie zu brav. Mhm. Aber was Hecking auch gemeint hat heute, das fand ich ganz interessant, weil das auch so meine Vermutung schon ein bisschen war, weil er eben nochmal betont hat, dass Klaus wurde also auch mit Beifall heute früh von der Mannschaft verabschiedet für seine Worte in der Kabine. Also was er gesagt hat, aber sagte dann, hey, ging es ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Trainer dann mit Applaus verabschiedet wird. Und wollte damit eben nochmal sagen, wie hoch geschätzt Klaus innerhalb der Mannschaft auch gewesen wäre. Ja. Und sagte dann aber gab dann auch zu bedenken, dass ihm vielleicht auch das ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, diese Nähe zur Mannschaft. Also er war ja trotzdem, glaube ich, eher so ein Vertreter einer flachen Hierarchie. Auch vom Alter her war er von manchen Spielern gar nicht so weit entfernt und war ja dann doch mal auch in der Kurve oder in der Kabine, hat er mit gesungen, mit getanzt. Mhm. Gibt es jetzt Trainer, bei denen kann man sich das nicht so wirklich vorstellen, dass die da Arm in Arm rumhüpfen und nach links, nach rechts. Also war ja sympathisch, ich fand es ja schön, aber vielleicht war er halt dann trotzdem
diese Distanz, die man vielleicht dann manchmal braucht. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin ja nicht in der Kabine, aber. Ja, das ist doch auch eine Diskussion von 1975, oder? Also hat das was mit Autorität zu tun? Dann sind wir wirklich bald bei dem Punkt, wo sie es ja seit der Zenger und Kiblavis Duzen angefangen hat, war die Autorität weg. Also das ist. Ja, das sehe ich aber schon als wesentlichen Faktor für den Job. Ja, okay, gut. Das dachte ich mir. Du führst ja. Ja, okay. Ja. Finde ich schwierig. Hat halt Hacking selber so ins Feld geführt, ne? Also ich weiß es nicht. Also offenbar haben sie ihm halt nicht mehr richtig zugehört, weil er hat ja vor jedem Spiel eigentlich gut erklärt, was man zu erwarten hat vom Gegner, und er hat dann nach dem Spiel halt auch ganz gut erklärt, was man wieder falsch gemacht hat, aber die Transferleistung, das dann halt im Spiel auch umzusetzen, die hat halt schon zuletzt immer öfter gefehlt. Ja. Und Darmstadt war das eine, da konnte man halt auch noch sagen, das ist halt trotzdem eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga. Aber ganz ehrlich, bei allem Respekt, Karlsruhe ist halt eine Zweitliga-Durchschnittsmannschaft. Und wenn du da halt so leblos und chancenlos auftrittst, also es war ja wirklich bis auf den Kopfball von Fofana kurz nach der Halbzeit war ja wieder nichts. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich habe den Spielbericht geschrieben am Fernseher. Nach 10 Minuten habe ich das Gefühl, okay, du kannst jetzt schon mal getrost auf Niederlage schreiben. Das wird nichts anderes werden. Ging mir ähnlich, so wie ich es in meinem Corona-Delirium alles richtig eingeschätzt habe, aber das unterscheidet sich wahrscheinlich nicht davon, wenn ich bei klarem Verstand bin, besonders groß. Aber ich. Ja, du hast natürlich recht, irgendwie dieses im Erfolg ist es dann super, weil er die Sprache der Spieler spricht und nah dran ist und akzeptiert ist, und im Misserfolgsfall wird es einem dann halt negativ ausgelegt. Ich weiß es nicht, ich will es auch gar nicht beurteilen, ob das wirklich ein Aspekt war. Aber Fakt ist halt, also was halt auch, darf man glaube ich auch nicht vergessen, was Schindler gestern angesprochen hat, sehr deutlich. Ja. Er hat ja wirklich so die Mentalitätsfrage gestellt, und da ist wirklich nicht namentlich natürlich, aber doch einige Mannschaftskollegen schon explizit angegriffen. Ne? Also ja, aber hat das was mit dem Trainer zu tun? Das ist halt die große Frage. Das bedeutet doch einfach, dass die Mannschaft, wie war dieses Wort vorhin, scheiße ist. Und es, ja, aber auch, kann man jetzt wieder sagen, die Mannschaft hat ihn im Stich gelassen, aber das ist mal auf der anderen Seite auch wieder zu billig und zu populistisch. Also letztlich ist es halt immer ein Zusammenwirken. Die Mannschaft hat den Anteil, aber ich glaube, so ganz frei sprechen kann man einen Trainer von so einer Entwicklung nicht. Und wenn man das Gefühl hat, die hören ihm halt nicht mehr zu und machen nicht das, was er... Also er wird ja nicht gesagt haben, also bitte nicht aufs Tor schießen, möglichst Zweikämpfen aus dem Weg gehen und wenig laufen. Das wird ja kaum der Matchplan gewesen sein. Ja. Also dann muss man schon fragen, warum machen sie das dann denn nicht? Also, und es geht ja hier um die Grundtugenden. Also Dass halt mal ein Ball verspringt oder ein Pass nicht ankommt, die Basics nennen wir das inzwischen. Jetzt ist der Zenger weg, jetzt können wir wieder die weiche Männerfußball sprechen. Ich habe die Laufleistung rausgesucht. Genau. Aber es geht ja wirklich um ganz prinzipielle Sachen. Das ist, was Hacking halt auch nochmal gesagt hat. Wie gesagt, es ging um die Art und Weise, die ihm halt die Hoffnung genommen hat nach dem Spiel, dass sich das noch einmal irgendwie dreht. Wenn man dann großen Kampf liefert und dann halt mit Pech 2-1 verliert, glaube ich, da wäre heute nichts passiert. Aber es geht halt wirklich um diese Grundtugenden, die da überhaupt nicht mehr zu erkennen waren. Und zwar bei erstaunlich vielen. Ja. Schwierig. Trotzdem, man hat jetzt in den vergangenen Wochen immer diese Verletzten-Misere angeführt, die es ja tatsächlich gibt. Es war auch am Sonntag, dieser Feiertag macht mich fertig, am Sonntag wieder einige gefehlt und so. Ja. Aber ich sehe schon, du willst widersprechen. Ja, bin ich wieder mit dem Arbeit dabei. Das stimmt schon. Es ist halt insofern, fehlen dir natürlich Alternativen. Aber mal ganz ehrlich, Dumann war jetzt nicht der unumstrittene Stammspieler vorher. Schleimer auch nicht. Der fehlt ja natürlich als erfrischendes, belebendes Element und als Alternative, weil er ein anderer Spielertyp ist. Auch ein Fabi Nürnberger hat in der Saison schon Spiele gemacht, wo man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Also es ist nicht so, dass dir deine drei Top-Stars irgendwie weggebrochen sind. Du hast halt weniger Optionen, das ist schon klar. Und dafür ist ja auch ein Lohkämper wieder zurückgekommen inzwischen. Der natürlich sehr lange nicht gespielt hat. Der sehr lange nicht gespielt hat.
Jetzt ruft der Bayerische Rundfunk an bei mir. Das geht der Bayerische Rundfunk? Ja. Willst du hingehen? Nee. Die sind was. Klare Prioritäten. Ja. Egal. Vielleicht wollen die dich wegverpflichten. Dann bin ich endgültig Klaus weg, Zenger weg, genau. Dickmeier beim Bayerischen Rundfunk moderiert Spessart und Karl Wendel. Wie heißt das zwischen? während meiner Corona-Hochphase, als ich gar nichts machen konnte, habe ich mir zwischen Spessart und Karl Wendel gebingewatcht, oder wie man das sagt. Also vielleicht wollen sehr viele Schnitzel-Experten oder sowas. Das wäre ja, da geht's ja auch immer. Ja. Weißt du, ein dicker, älterer Mann, der sich immer durch die Küchen fremder Menschen futtert. Und die Rolle traue ich dir durchaus zu. Ja. Aber gut, weiter im Text. Ich habe dich mal wieder unterbrochen. Tut mir leid. Na, der BR hat uns unterbrochen. Ich habe sofort wieder vergessen, wo wir eigentlich waren. Aber ich habe das mit den Verletzten nicht so ganz stehen lassen wollen, dass das schon ein Fakt ist. Und natürlich ist Schindler eine Zeit lang weggebrochen. Aber ich sage trotzdem, das sind jetzt nicht die Spieler, die dir gerade fehlen. Handwerker fehlt dir. Der tut dir richtig weh. Also das sieht man jetzt auch immer deutlicher. Weil ich immer viel über Handwerker geschimpft hatte. Ich nehme alles zurück. Handwerker-Beschimpfungs-Podcast hier. Du willst Handwerker zurück. Der Timmy. Der fehlt wirklich. Aber ja, ich weiß nicht, ob es uns wirklich. Es ist ein Aspekt, es ist sicherlich ein Faktor gewesen, aber für mich nicht der entscheidende. Okay. Dass einfach nur die Mannschaft scheiße zusammengestellt ist. Grüße an Olaf Rebbe und Dieter Hecking. Weiß ich auch wieder nicht, ob die so scheiße zusammengestellt ist oder ob es halt gerade einfach nicht gelingt, das Potenzial. Oh, das ist auch so ein blödes Wort. Aber wenn es ein Wort gibt, für das du redaktionsintern berühmt bist, dann ist es das Potenzial. Echt? Aber das sollte ich dir nie verraten. Jetzt habe ich es dir leider verraten. Tut mir leid. Muss ich dann gleich mal aus meinem aktuellen Text dreimal rausstreichen. Wir wollen dich nur besser machen, Uli. Aber, ja. Also du sagst, das Potenzial für was ist da in dieser Mannschaft? Also zumindest für mehr als Platz 14 und 0-3 in Karlsruhe. Mhm. Und die Frage ist halt schon, also mein Beispiel Mats Möller-Daly, der war auch zeitlang angeschlagen, okay, aber das ist ja auch momentan nur ein Schatten seiner selbst. Und man hat halt bei vielen Spielern das Gefühl, die werden halt einfach nicht besser, sondern schlechter. Ja. Also auch ein Darf Werner, der hat ja letzte Saison Tore geschossen, also kann sie nicht ganz verlernen. Quad Vodua hat seine Qualitäten, aber halt vielleicht halt nicht auf dieser Position. Also das hat auch Hecking gesagt, für ihn ist Dua auch kein Außenbahnspieler. Ja. Das war ja auch schon, oder auch Möller-Daly auf der Außenbahn, also ob das so die richtige Idee war. Und das ist dann halt wieder Trainersache. Warum ein Schuranov überhaupt nicht mehr stattfindet, ich meine, es ist sicherlich nicht im Trainer sei schuld, es ist halt dem Spieler auch natürlich in der Bringpflicht. Und im Länderspiel war er auch nicht sonderlich auffällig. Aber es ist jetzt ja es gibt wenige Spieler, wo man sagt, die haben sich jetzt richtig verbessert und haben einen Schritt nach vorne gemacht. Also man hat immer das Gefühl, die werden immer alle immer schlechter. In dieser Saison. In den beiden Saisons zuvor sind sie besser geworden. Da ist zum Beispiel Schuranov zum Profispieler geworden in der ersten von Robert Klaus. Auch ein Tom Kraus natürlich, der sich da gut entwickelt hat. Ja. Aber momentan ist eher so Stagnation oder halt Abwärtstrend bei vielen zu entdecken. Und dann ist halt die Frage, warum? Und du meinst nicht, dass hätte man das nicht aushalten müssen als so erfahrener Sportvorstand, wie es Dieter Hecking ist? Also als Sportvorstand ist er nicht erfahren, aber als Mensch im Fußballbusiness. Mir kommt es so panikreaktionsmäßig vor. Die im Internet wurde zunehmend geschimpft und irgendwann macht man das, was man macht, nämlich man schmeißt einen Trainer raus. Intern war, also wurde das schon länger, was du ja auch wissen, so aufsichtsrattechnisch durchaus sehr kritisch gesehen, die Entwicklung. Und wie gesagt, das hat ja schon angefangen in der Vorbereitung. Ja, aber der Aufsichtsrat ist ja nun keine maßgebliche Instanz in der Hinsicht, oder? Also das ist der Aufsichtsrat, ist ein Kontrollgremium, der kümmert sich darum, Vorstände einzustellen. Und ich dachte, die reden nicht mehr mit, was so sportliche Belange betrifft. Ich weiß nicht, inwieweit sie mitreden, aber sie werden das natürlich alles schon beobachten. Ich meine, das gehört ja auch nur dazu zur Kontrolle.
Also es gab Zeiten beim 1. FC Nürnberg, da wäre auch ein Robert Klauscher nach einem Braunschweig-Spiel rausgeflogen. Ja, das stimmt. Das muss man ehrlich sagen. Also, und das, wenn man mal die ganze Saison jetzt wirklich anschaut, ich bin jetzt auch kein Freund von Trainer rauswerfen. Ja, eben, wir haben doch hier vor kurzem, als dieser Zenger hier noch was zu sagen hatte, ja. Bevor er, wo ist der jetzt eigentlich gelandet in der... War das Fürth oder? Hieß der Zenger? Das ist, Zenger. Ja, da haben wir doch noch drüber gesprochen, dass Trainerwechsel nichts... Nein, das hat aber er gesagt, das habe ich widersprochen. Also ich finde, dass du widersprochen. Beispiele gibt. Ja, das hat, da gab es irgendeine Statistik, aber es gibt halt einfach auch die Gegenbeispiele. Und ja. Ob es jetzt, man weiß es nicht, ob das jetzt funktioniert, ob das besser wird. Also die Frage ist, wer kommt, und leider ist sicherlich nicht. Wer kommt denn? Er hat gesagt, das muss jemand sein, der jetzt dieses Gebilde stabilisiert, meinte er. Die Mannschaft wirkt orientierungslos. Mhm. Und das stimmt ja. Also wenn man noch einmal, um das abzuschließen, wenn man mal die ganzen 10 Spiele in dieser Saison so ein wenig begutachtet, auf wie viele gute Halbzeiten kommen wir denn? Warte. Derby-Sieg, gute Halbzeiten. Dann, als ob ich mich an alle 10 Spiele erinnern könnte. Du kannst Bielefeld und Fürth nehmen über das komplette Spiel. Und du kannst zweite Halbzeit Sandhausen nehmen. Aber fünf die gute Halbzeiten. Ist ja katastrophal. Und dann wird es aber schon schwierig. Dann wird's. Da fällt mir jetzt so ganz spontan nicht mehr so viel ein. Das 0-0 in Regensburg kann man zu dem damaligen Zeitpunkt sagen, okay, aber toll war das auch nicht. Also schön anzuschauen war das nicht. Ja. Was man jetzt vielleicht nicht immer erwarten kann, aber dann war schon auch viel Desaströses dabei. Also das Heidenheim-Spiel war eine Hinrichtung. HSV, die erste Halbzeit, die kann man noch nehmen. Die war noch okay. Zweite Halbzeit hast du aber auch keine Chance mehr gehabt. Und dann war jetzt Darmstadt nichts, es war Karlsruhe nichts. Es war Braunschweig, die zweite Halbzeitkatastrophe. Also der Gesamteindruck war halt jetzt schon ein bisschen beängstigend langsam. Und das ist halt die Frage, wie lange wartet man noch? Also, ja, oder wie schnell handelt man? Wir haben gerade eine Länderspielpause hinter uns. Das wollte ich gerade sagen. Geschickter wäre es natürlich vielleicht gewesen, das dann in der Länderspielpause zu machen. Sagt Hacking, naja, man wollte ihm halt explizit, hat man auch gesagt zum Trainer, pass auf, nutzt diese Länderspielpause jetzt, nordet ihn nochmal ein, arbeite an ein paar Sachen. Das war halt die Hoffnung. Also bin ich jetzt ein bisschen so, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ne? Also, ja, ich sehe schon, du bist gebrainwashed worden von Dieter Hecking. Ja, eine Stunde gebrainwashed am Pfalzner Weiher. Und der Zeitpunkt ist wirklich eine Katastrophe nach einer Länderspielpause. Allzu lang dauert es nicht mehr, bis diese Winter-WM, auf die wir uns alle sehr freuen, in Katar stattfindet, wo dann auch nochmal... doch ein paar Wochen Zeit sind, um Dinge zu ändern. Also zumindest der Zeitpunkt ist schon. Ja, aber andererseits, wenn du jetzt gegen Kiel verlierst, dann bist du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Abstiegsplatz. Und hat der Schindler auch gesagt, wenn du mal richtig da unten drin steckst, dann wird es sehr. Ja, aber sie stecken ja schon richtig da unten drin. Ja, noch nicht ganz. Also, naja, aber sie sind noch ja, zwei Punkte vor der Spielvereinigung Fürth, wo übrigens der Kollege Fischer schon vor Monaten die Trainerentlassung gefordert hat. Und wir ihm beim Club mal wieder zeigen, dass die wahren Experten in dieser Disziplin wir sind. Wir fordern es noch nicht mal und trotzdem werden die Trainer entlassen. Da muss er noch viel lernen, der Fischer. Aber gut. Ja, okay. Ja. Also du meinst, selbst der Zeitpunkt ist okay. Was ist los, Uli? Ja, also... Du hast das Spiel ja gesehen gestern. Ja. Das war halt, also das war das zweite in Folge und meistens hat man immer noch so die Hoffnung gehabt, dass er halt jetzt wieder schafft, da den Schalter umzulegen und das war ja nochmal schlechter als die Woche vorher. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht von Arbeitsverweigerung sprechen, das ist ja Quatsch, aber man hatte schon das Gefühl irgendwie, also zerrissen haben sie sich jetzt nicht für ihren Trainer. Wenn sie geahnt haben, dass das vielleicht eng werden könnte, dann war die... Aber in der zweiten Reaktion Halbzeit haben sie sich doch... bisschen angestrengt, immerhin, oder? Naja, also. Das war jetzt nach der ersten Halbzeit auch nicht schwer, aber ein bisschen angestrengt, weiß nicht, ob das der Anspruch ist, ein bisschen angestrengt. Bei mir, ich bin damit bei unseren Texten vielleicht. Ja, genau, ich bin bisher so durchs
Arbeitsleben, naja, das ist ein anderes Thema. Und am Schluss brichst du ja trotzdem dann wieder komplett ein und gehst mit einem 3-0 nach Hause. Ja. Also, ja. Und ja, wenn der okay. Kapitän, also ich glaube, Schindler sagt sowas ja auch nicht, ist ja kein dummer Mensch, im Gegenteil, der bezweckt ja auch was mit solchen Aussagen. Und wenn er dann so diese Bühne nach dem Spiel sucht und da so das konkret anspricht, dieses Problem, dann sagt er schon auch vieles aus. Und ja. Dann kannst du ja den Trainer halt auch nicht mehr. Also, man ist halt derjenige, der für dieses Konstrukt verantwortlich ist. Und natürlich steht er nicht auf dem Platz, aber. Fürs Konstrukt verantwortlich ist ja nochmal einer drüber, zwei drüber. Also, ja, aber dabei bleibe ich. Konstrukt also funktioniert. Ja, aber man kann Dieter Hecking und Olaf Rebbe, glaube ich, in dem Punkt jetzt nicht komplett freisprechen, sondern. Kann man auch nicht, vor allem mit Hinblick auf die Neuzugänge, muss man auch mal klar sagen, ja, dass das alles nicht funktioniert. Also ein Chimera ist, gut, er war jetzt wieder krank, aber schafft es nicht, Enrico okay. Valentini zu verdrängen, der war gar nicht dabei in Karlsruhe. Das krank, genau, das aber, hat mich gewundert, aber. Ja, nee, der war krank. Aber war ja auch unabhängig davon. Solidarität mit allen Erkälteten. Gute Besserung. Aber war ja jetzt, auch wenn er nicht krank gewesen wäre, ungefähr so viel auf Hilfe der linken wie Seite ich. Weg ist er. Da ferner vorne, also das ist halt Zweitliga-Durchschnitt, ne? Maximal, was die lang zeigen. Bei Dua bin ich nach der Überzeugung, der hätte schon Potenzial. Oh, Potenzial. Ja, siehst du. Der hätte schon oh Gott, ich hätte es dir nie sagen dürfen. Aber. Der hätte schon die Qualität für mehr, aber ich glaube, also bei ihm war es halt besonders auffällig auch, ne, dass er einfach anscheinend überhaupt keinen Bock hatte. Also mit der Position fremdelt und sich wahrscheinlich denkt, wenn ihr mir keine Bälle gebt, dann macht euer Zeug allein. Ja. Geht natürlich nicht, klar, aber das ist derjenige, wo ich sage, da sehe ich schon noch Entwicklungsmöglichkeiten, dass er dem Club weiterhilft. Aber der Rest ist halt alles so, naja, verbessert hat sich jetzt nicht wirklich, ne? Nee, überhaupt nicht. Und es fehlt immer noch ein defensiver Mittelfeldspieler. Ja, hat Hecking heute auch gesagt, das wissen Sie. Das haben sie auch im Auge, aber es wäre im Sommer einfach nicht möglich gewesen und das wäre ja ein Problem, das der Club seit 10 Jahren schon hat, seit Timmy Simmons, dass auf dieser Position so eine Vakanz herrscht und sie sind sich dessen bewusst, aber es wäre halt sehr schwer für diese Position auch was Vernünftiges zu kriegen. Das hat er sogar von sich aus angesprochen, also das wird, denke ich mal, im Wintertransferfenster. Ja, aber das ist doch dann auch wieder Rolle rückwärts. Also das ist, da hieß es die ganze Zeit, man sieht da keinen Handlungsbedarf und sowas. Ja. Und jetzt heißt es plötzlich, es ist schwierig, da jemanden zu finden mit der Qualität, die wir brauchen. Das ist halt das Geschäft. Sie finden halt keinen, den sie bezahlen können. Da können sie nicht sagen, wir wissen schon, dass die wir haben, nicht gut sind. Ich sage jetzt extra das andere Wort. kannst du natürlich nicht sagen, wir haben halt keinen anderen gekriegt, jetzt müssen die halt wieder spielen. Natürlich sagst du dann, wir vertrauen auf unsere Leute und das ist ja alles auch wegen. Ja, aber wenn man dann irgendwann doch wieder sagt, dass man ihnen eigentlich nicht vertraut, dann. Ja, jetzt musst du dann holen, ne? Schwierig. Schwierig. Ja. Der Zenger hätte jetzt wahrscheinlich ein, zwei unbekannte usbekische defensive Sechser gefunden, mit Knasterfahrung zwar, aber. Genau. Aber super Passquote. Aber super Passquote. Grüße, wobei der den Podcast jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr hört. Der wird gar keine Zeit mehr haben, oder? Der wird keine Zeit mehr haben, weil er eben usbekische zweite Frauenfußball-Liga scouten muss oder sowas. Ja, fehlt uns ja schon ein bisschen, ne? Also er fehlt uns schon ein bisschen. Ja, genau. Aber. Schauen wir mal. Glaubst du, machen wir mal einen kurzen Zenger-Exkurs? Glaubst du, dass er Erfolg haben wird in seiner neuen Rolle? Die wir noch gar nicht, was genau ist er? Chef-Scout bei den Clubfrauen. Analyst. Scout und Analyst bei den Clubfrauen, ja. Ablösefrei haben sie uns den weggeschnappt. Ja, hergespielt haben sie, Kadepp, soll jemand mal gesagt haben. Geschrieben haben. Und gesagt Grüße. Glaubst du, er wird Erfolg haben, der Zenger? Ja, das ist natürlich schon bitter. Ne? Wir haben ihn groß gemacht, wir haben ihn hier die Bühne geboten. Also, ja, und bei der erstbesten Gelegenheit ist er weg. Ja. Ja. Mit Clubfans United wäre er nie so groß geworden. Nee, das ist. Das ist dann der Dank. Das ist der Dank. Undank ist der Weltenlohn. Ja. Aber. Naja, wir drücken ihm mal die Daumen. Natürlich, ich denke, das ist ja auch nur ein Sprungbrett für ganz oben. Ne? Ja. Ja, vielleicht wird ja jetzt Christian Fjell Nachfolger von Robert Klaus bei den Profis. Wird er definitiv nicht. Weil dann hätte der Zenger natürlich wieder enorme Chancen gehabt,
gleich nochmal weiterzugehen. Dann hätten die Clubfrauen gemerkt, wie es so ist, wenn man gleich wieder verlassen wird. Weil der Zenger würde doch sofort dieses Angebot annehmen und dann für die Profis defensive Mittelfeldspieler scouten. Aber gut, Christian Feld wird es nicht, weil... Herr Hacking, kategorisch ausgeschlossen, weil eine externe Lösung kommt. Also sie haben einen... Also das Ding ist, ab, wenn ich das heute richtig interpretiere, kurz vor der Unterschrift, das ist so gut durch. Angeblich seit gestern Abend führen sie Gespräche, würde ich mal sagen, die Gespräche laufen wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ja. Und sie haben sich auf, hatten mehrere Kandidaten, haben sich auf einen festgelegt, der sogenannte Top-Kandidat, und mit dem laufen Gespräche. Und Hacking ist zuversichtlich, eine zeitnahe und sehr schnelle Lösung präsentieren zu können. Also ich gehe davon aus, dass das Dienstag, spätestens Mittwoch über die Bühne gehen wird. Okay. Hast du eine Idee? Also ich kann Ausschlussverfahren noch machen. Mhm. Also Fjell ist raus. Wer ebenfalls raus ist, was ich jetzt aber auch nicht anders erwartet hätte, waren die beiden Co-Casting-Kompagnons von Klaus. Schöne Alliteration. Co-Casting-Kompagnons. Ja. Da hatte ich jetzt Angst vor Gramozis oder Manuel Baum. Genau, kannst du auch nicht machen, weil du kannst nicht vor 2,5 Jahren sagen, ja, war schon ganz cool, aber nehmen wir dann. Der ist nicht besser. Ja. Da hast du jetzt dann das... diese B-Lösung, das Etikett wäre da drauf gepappt. Okay, das ist ja schon mal sehr beruhigend. Aber er hat's ausgeschlossen auch, also die sind kein Thema. Es gibt einen Top-Kandidaten, mit dem wird gesprochen und da ist man schon wohl sehr weit und der wird es wohl auch werden. Und hat er was zum Profil, zum Anforderungsprofil gesagt? Also ist es dann eher wieder junger Laptop-Trainer oder alter Schleifer? Wollte man ihm entlocken, hat er sich auf die Diskussion nicht eingelassen, weil er sagt, es geht jetzt nicht um Profile, es geht eben darum, diese Mannschaft wieder zu stabilisieren, das Gebilde und in welche Richtung das aber geht. Also vom Gefühl her würde ich sagen, ich glaube nicht, dass man jetzt noch einmal einen Zweitliga-Rookie holt oder jemand mit ganz wenig Erfahrung oder so einen ganz Jungen, weil man dann doch immer eher so einen Gegenentwurf nimmt. Ich hoffe jetzt aber auch nicht, dass es der ganz krasse Gegenentwurf ist. Felix Magath. Ja. Naja, das. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ob wir Felix Magath so duzen dürfen? Also früher, wie er da war, glaube ich, durften ihn die Kollegen duzen. Echt? Ja, ich glaube schon. Und da waren wir beide noch nicht da. Doch, oder? Doch, ich schon. Ja, aber da war ich noch zu. stand ich schon mit dem Block am Spielfeldrand und habe mir Notizen gemacht. Ich habe es dann in die Redaktion Telegram geschickt. Ja. einen Tipp hast du nicht. Mir fallen wirklich auch keine coolen Trainer ein. Also ich habe jetzt wirklich gerade mal diese, ja, es gibt halt ein paar so, wenn man die jetzt alle sagen, die man nicht wollen, und dann wird es doch einer. Die hören aber alle nicht. Kadepp. Das ist uns doch wurscht. Wen willst du denn auf keinen Fall? Das Problem ist, mir fallen gerade mehrere ein, die ich auf keinen Fall will, als welche, die ich sagen würde, die würde ich gerne haben. Ja. Also ich habe gerade so diese Liste vor mir. Gibt's eine, du hast eine Liste? Ja, mit verfügbaren Trainern. Also Löw, lassen wir mal, scheidet aus. Tuchel und Zinedine Zidane wahrscheinlich auch. Ja, wer wäre denn... Gut, also wir reden halt trotzdem von einem... von einer aktuell unterdurchschnittlichen Zweitligamannschaft, die ein Trainer ist. Seit einiger Zeit unterdurchschnittlichen Zweitligamannschaft. Ja, genau. Bis auf diesen Ausreißer unter Robert Klaus, als sie kurz ein Aufstiegsanwärter waren. Im Prinzip, um ehrlich zu sein, kriegst du halt entweder bloß einen jungen Ambitionierten, der sich halt hier beweisen kann und will, oder einen, der halt irgendwie jetzt schon ein paar Mal vom Karussell runtergefahren ist und froh ist, wenn er überhaupt irgendwo was hat. Ja, sag mal einen aus beiden Kategorien, wenn du jeweils einen aus jeder Kategorie, wenn du schon eine Liste vor dir hast. Also Markus Weinzierl, paar Mal runtergefallen schon. Ja, den Namen habe ich auch schon gehört. Mhm. Also in der Gerüchteküche. Mhm. Weiß nicht. Halt auch kein einfacher Typ. Also der Abgang aus Augsburg, glaube ich, ist in der Branche auch wahrgenommen. Und hat er damals nicht diesen amerikanischen Stürmer unter, naja, gut, Dusche und so. Aber. Oh Gott. Wo spielt Peppi jetzt eigentlich? Na, schon noch in Augsburg, ne? Nee. Ich glaube, der wurde nach Holland abgeschoben. Dieser Bundesliga kenne ich mich nicht aus. Und ich schwöre, es ist nichts erfunden. 14.41 Uhr ist es jetzt. Und gerade werde ich auf Twitter erwähnt von Chaos. Und er schreibt, kannst du bei der Vorstellungs-PK Weinzierl bitte auf die Pippi-Nummer mit Peppi ansprechen. Die Menschen kennen mich zu gut.
Und vielleicht hören sie sogar die Aufnahme von uns schon. Vielleicht streamen wir aus Versehen live und checken sie bloß nicht. Das kann natürlich auch sein, dass wir seit Jahren. Weinziel. Ist es schon sicher nicht, dass wir hier irgendwas verpassen? Wahrscheinlich ist hier schon vom FCN schon der Tweet rausgegangen. Wir verpflichten Markus Weinziel und wir zerbrechen uns hier noch die Köpfe. Ich habe jetzt wirklich gerade wirklich eine Meldung gekriegt. Die Bilder öffnen den Spekulationsreigen mit Weinziel. Ah, okay. Gut. Das haben wir ja eigentlich auch gemacht. Hier, jetzt gerade. Ja. Also spekulieren können wir schon auch. Aber das wäre jetzt lustig gewesen. Also es war jetzt lustig. Das ist einer dieser Kadett-Momente. Ja. Weinziel. Bayerlotzer ist immer so ein Name, der halt natürlich immer aufploppt, den ich jetzt. Weil er aus Neukirchen am Brand oder am Sand, ich kann das immer nicht auseinanderhalten, weil er da wohnt. Ne? Diesen Clubbezug hat auch. Also wobei der natürlich einer aus der Red Bull-Schule wäre und da das jetzt gerade so krachend schief gegangen ist. Aber aus welcher Schule ist Markus Weinziel? Markus Weinziel. Meine Mutter war mal großer Fan von ihm in seiner ersten Zeit in Augsburg. Ich müsste sie mal fragen, ob das immer noch so ist oder ob sie sich da auch inzwischen eines Besseren hat belehren lassen. Aber gut, also Markus Weinziel wäre einer, der runtergefallen ist und einer, der... Labbadia ist noch einer, der immer auch runtergefallen. Auftaucht, ne? Aber du nennst nur gar nicht, alte Verbrauchte. Gibt's. Florian Kohfeldt gibt es noch. Das würde die Chancen erhöhen, dass Max Kruse beim Club... der kann bestimmt auch defensives Mittelfeld spielen. Sebastian Hoeneß? Aber Hoeneß beim Club ist schon mal der Name ist schwierig, ne? Wobei, bei Augenthaler ging es dann auch irgendwie, ne? Das denkt man immer am Anfang. Aber ja, Hoeneß und Club ist keine gute Verbindung. Eigentlich. Ja. Also es wird Hütter wohl auch eher nicht, ne? Ja, eher nicht. Was macht denn Peter Stöger? Ich komme mir vor wie der Pöllinger, der gerade die Bildergalerie für Nordbayern.de von möglichen Nachfolgekandidaten zusammenstellt. Da ist dann immer noch mindestens ein vollkommen absurder Bielsa oder sowas. Wäre halt. Lothar Matthäus. Ja, Lothar Matthäus. Also, ja, gut. Der ist zumindest in Deutschland noch nicht so oft runtergefallen. Das macht eigentlich Rene Weiler. Rene Weiler wäre auch zu haben, oder? Aber hast der nicht... den ersten FC Nürnberg und Thomas Gretlein ist, glaube ich, auch nicht der größte Buddy von Weiler. Ja, wollte ich gerade sagen, solange da manche handelnden Personen noch zugange sind, ist es wahrscheinlich eher Würdest du... Taifun Korkut lese ich gerade noch. Taifun Korkut, ja. Das ist dann... Ja, hört sich alles jetzt... Heiko Herrlich. Das ist ja. Robert Klaus war eigentlich vollkommen alternativlos. Das checken sie wahrscheinlich jetzt. Die haben jetzt auch die Liste vor sich am Pfalzerweiher und denken sich, oh fuck. Schau dir das mal an, das sind die Alternativen. Wir müssen den Klaus zurückholen, aber der ist jetzt wahrscheinlich schon im Urlaub in den Bergen. Gisdol. Markus Gisdol. Ja. Roy Keane, der wär's doch. Roy Keane wäre cool. Ja, aber auf so eine Idee kommen die ja wieder nicht. Nee. Von Hesen wäre auch zu haben übrigens. Ja, Erling wahrscheinlich auch. Stimmt, ja. Das wäre auch cool, wenn man einfach so alle 10 Jahre wieder den, also so, wenn der erste FC Nürnberg so ein internes Trainerkarussell hätte, wo dann immer so nach 10 Jahren kommt dann wieder Erling, dann kommt wieder Hans Meyer, der dann abgelöst wird von Thomas von Hesen. Ach nee, das war ein bisschen zeitlich durcheinander gebracht. Ne? Hacking müsste da ja auch noch. Naja, okay. Na, Thomas von Hesen kam schon nach Meyer. Stimmt. Ja, aber Önning nicht. Önning kam dann. War ja der Co. von Hesen. Ja, genau. Übernommen. Schwierig. Was bleibt denn von Robert Klaus? Außer dieser legendären Pressekonferenz. Mit dem Matchplan. Sehr freundlichen Art. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Trainer, dem er jetzt hier nichts Schlechtes nachsagen wird. Also. Der jetzt keine verbrannte Erde hinterlassen hat hier, das von seinem ganzen Auftreten her. Es gibt ja Leute, die mochten ihn mehr, es gab Leute, die mochten ihn weniger. Kann ich alle ganz genau benennen? Aber mache ich jetzt vielleicht nicht. Er hat ja eine relativ lange Verweildauer für Clubtrainerverhältnisse mit 2,5 Jahren. Das ist jetzt, müsste wahrscheinlich schon in den
letzten 50 Jahre in den Top 5 sein oder so, wahrscheinlich, wenn wir das mal. Ja. Das wüsste der Zenger jetzt wieder, ne? Wir könnten es wahrscheinlich auch. Wir könnten es auch mit zwei Handgriffen googeln, aber sind halt wie immer zu faul für sowas. Deshalb, gut. Ja, aber die ganz großen Spuren, also es hat er nicht hinterlassen, es ist nicht aufgestiegen. Es waren durchschnittliche Zweitligasaisons. Also ich bin mal gespannt, yeah, wie seine weitere Karriere verläuft. Also ich bin mal gespannt, wie die weiter diskutiert, weil Hecking eben meint, er ist überzeugt, dass Robert Klaus seinen Weg gehen wird und auch bald wieder irgendwo anders auftaucht. Und gab einen Kollegen draußen, der anderer Meinung war. Mhm. Grüße an Martin Funk. Das hast du jetzt gesagt. Ich war nicht dabei. Das war eine reine, eine reine Vermutung. Ja, ohne. Ja, okay. Ich glaube, schwierig. Schwierig zu sagen, wie sehr ihm diese Matchplan-PK nachhängen wird, weil da gab es ja im Alte Weiße Männer Fußball Deutschland doch einen gehörigen Aufschrei, weil alle verunsichert waren. Und deshalb. Kompliziert. Aber ich glaube, er hat selber mal gesagt, er muss nicht unbedingt Profitrainer bleiben, sondern kann sich auch coolere Sachen vorstellen. Ja, wird spannend, wo er mal landet. Wird auch spannend, wo der erste FC Nürnberg jetzt dann landet. Und dann kann man ja auch erst sagen, ob das jetzt eigentlich überragende Arbeit von Robert Klaus war, den Club so lange vorm Abstieg in die dritte Liga zu bewahren, oder ob der Club halt jetzt noch durchmarschiert und eigentlich schon vor zwei Jahren hätte aufsteigen müssen in die erste Liga. Jens Keller 2-0 jetzt kommt. Ja. Bezahlt den der Club denn noch? Nee, nicht mehr, ne? Aber der wohnt doch immer noch in Nürnberg. Das wäre der wohnt noch in Nürnberg. Von Zeit zu Zeit sieht man ihn mal über den Hauptmarkt schlendern und dann schrickt man und denkt sich, huch, ist schon wieder Relegation. Aber ja. Ja. Schade. Immer so ein Trainerwechsel, weil er bedeutet, dass Ziele verfehlt werden. Die Saison jetzt ist, was ist da noch das Ziel für den neuen Coach oder die neue Trainerin? Also Hecking auch gesagt, er will jetzt gerade nicht von Platz 1 bis 6 von dem Saison zu überlegen, weil er ehrlicherweise einräumt, dass man da doch relativ weit davon entfernt ist. Wollte jetzt auch nicht schon so auf diesen Abstiegskampf, auf diese Abstiegskampfdiskussion einlassen. Ja, also da ließ er sich jetzt nicht locken, ob das Saisonziel jetzt schon komplett revidiert wird oder ob man das vielleicht im Hinterkopf noch hat. Aber da müssten sie ja dann trotzdem auch erstmal so eine kleine Erfolgsserie hinlegen, um überhaupt dann da oben wieder hinschnuppern zu können. Aber ich glaube, das sollte jetzt nicht das Thema sein. Das mit dem Stabilisieren ist wahrscheinlich schon momentan in Lage das, was Vorrang haben sollte. Also man soll jetzt gegen Kiel nicht unbedingt verlieren. Weil, wie Schindler sagt, wenn man mal da unten drin steht, auf Dauer wird es richtig eklig. Und ich weiß auch nicht, ob das eine Mannschaft ist, die das kann. Also ja. Wie hat es Christian Matenja letztes Jahr formuliert? Wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die wissen, wie es ist, zweimal hintereinander zu verlieren. Er hat es als Qualitätsmerkmal interpretiert. Ich war damals, glaube ich, anderer Meinung und habe ein, zwei Gags über den Satz gemacht. Aber gut. Ja, ich sage Abstiegskampf bis zum Ende. Und dann Diskussion auch über die sportliche Führung. Endgültig in der breiten Öffentlichkeit. Nachdem der Vertrag verlängert wurde, genauso wie jetzt mit Robert Klaus der Vertrag verlängert wurde. Das ist so. Das muss ja nichts heißen heute. Signature Move beim ersten FC Nürnberg. Erst Vertrag verlängern, dann rausschmeißen. Finde ich. Ist ja auch wieder cool, eigentlich. Ein Alleinstellungsmerkmal in Fußball Deutschland. Ja. Wir bleiben gespannt. Wollen wir noch länger machen, Uli? Oder Gerch haben wir heute nicht, ne? Gerch haben wir heute, ist kein Tag für ein Gerch. Ja. Heute ist kein Tag für ein Gerch. Ich habe tatsächlich während meines Fieberdeliriums unter der Woche habe ich mal einen vorbereitet, aber noch nicht ausformuliert. Aber der wird ziemlich cool, weil den errät keiner. Obwohl es noch gar nicht so lange her ist, dass er in Nürnberg gekickt hat. Ich würde so gern seinen Namen verraten, aber. Bin ich ja neugierig. Naja, machen wir das nächste Mal. Machen wir dann das nächste Mal. Nach dem Sieg gegen Kiel mit dem neuen Trainer. Nach dem Sieg gegen Kiel, was machen wir jetzt so podcastmäßig? Also ich eher nix, wenn ein neuer Trainer da ist, muss man dann einen Podcast machen, eher nicht, ne? Dann wartet man ein Spiel ab und. Wir warten jetzt. Es sei denn, es wird Lothar Matthäus. Also wenn es Lothar Matthäus wird,
dann machen wir einen extra Podcast nochmal. Oder Roy Keane. Dann oder Roy Keane, genau, ja. Die zwei Varianten. Oder diese Kategorie. Und wenn es doch wieder einer von den üblichen Verdächtigen wird, dann ignorieren wir das fröhlich. Du musst dich jetzt erstmal auskurieren und wie gesagt, der andere ist ja eh weg. Ich muss mich jetzt auskurieren. Es ist erstaunlich langwierig. Also ich habe mich heute früh mal wieder getestet. Mir geht es immer noch schlecht, aber ich wollte gucken, ob wenigstens der Test jetzt. Aber es war dieser zweite Strich innerhalb von Sekunden ploppte der auf. Jetzt habe ich so lang geschafft. Es ist jetzt eigentlich schon peinlich spät, noch Corona zu bekommen irgendwie. Aber gut, tragt eure Masken. Das kann ich nur immer wieder empfehlen hier im Gesundheitspodcast von nordbayern.de. Das war jetzt Robert Klaus sein persönliches Pech, dass er entlassen wird, just wenn du Corona hast. Ne? Ja. Hättest du jetzt den Kommentar schreiben können, dass es eine falsche Entscheidung war. Ja. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob ich das jetzt hier so richtig. Und ich bin mir ja auch, ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Ich finde die zeitlichen Zusammenhänge absolut albern. Also, wie gesagt, das. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und der erste FC Nürnberg wird jetzt aufblühen, wie schon lange nicht mehr in seiner 122-jährigen Geschichte. Und durch die Ligen marschieren bis in den Europapokal. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Was musst du heute noch machen, Uli? Jetzt ist 14:54 Uhr. Ich noch 150 Zeilen schreiben und diverse andere Kleinigkeiten. Also, Wolfgang Lass hat den Kommentar allerdings schon geschrieben. Der war ja sehr überzeugt von der Entscheidung, Klaus rauszuschmeißen, ne, wenn ich den Kommentar richtig geschrieben habe. Da geht und eine. Vielleicht wärst du das Kluft. Auch, wenn du in Karlsruhe im strömenden Regen gewesen wärst. Ja, wahrscheinlich, ja. Da kriegt man dann auch schon mal. Da ist man dann persönlich beleidigt. Aggressionspotenzial ein bisschen höher dann, ja. Okay, dann schneide ich das jetzt noch. Du arbeitest noch ein bisschen. Ich lege mich dann wieder hin und trink Tee und sowas. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche dann wieder mit Gerch und mit Trainer. Schöne Woche. Ciao, ciao. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.